Also, was gibt es? Was wollen Sie denn schon wieder? Kann ich denn nicht ein einziges Mal wegfahren? Sie? Können Sie? Aber da, wo Sie jetzt hinfahren wollen, da können Sie nicht hinfahren. In Herresbach haben sich zwei Burschen geprügelt. Der eine soll übel zugerichtet sein. In der Wirtschaft von Bauer Mattes. Auch das noch. Na gut. Also geben Sie mir meine Arzttasche. Ja, haben Sie die denn nicht bei sich? Seit wann brauche ich eine Arzttasche, wenn ich Haarschneiden fahren will? Ja, dann will ich sie mal schnell holen, nicht? Ja, gut, dass Ihnen das noch eingefallen Herr Doktor. Ist. Ach, Herr Doktor! Ja, bitte? Gut, dass ich Sie noch treffe. Kommen Sie doch bitte schnell zu meinem Jungen. Er hat furchtbares Bauchweh und Durchfall. Hat er was gegessen? Ich meine, außer der Reihe sozusagen. Außer der Reihe? Ja, ich weiß nicht. Die Oma war heute da. Sie ist mit ihm Eis essen gegangen. Aha, und gleich drei Portionen auf einmal bestellt. Ist mir klar. Also legen Sie Ihrem Jungen ein Heizkissen auf den Bauch und wenn er Hunger hat, nur Tee und Weißbrot. Verstanden? Ja, und Sie meinen, das hilft, Herr Doktor? Natürlich, morgen ist alles weg. Wenn nicht, rufen Sie mich an. Ja, gut. So, meine Damen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Kommen Sie herein, ich gebe Ihnen etwas für Ihren Jungen. Ach, das ist aber nett, Frau Klausen. Der Arzt, man hat mich angerufen. Guten Tag, Doktor. Ich habe Sie angerufen. Das hier ist Erich. Sehen Sie sich mal an. Na, Glück gehabt. Die Wunde muss ich säubern. Fühlen Sie sich schlecht? Nein, nein, es ist nichts. Na, ob was ist, werden wir erst feststellen müssen. Wer ist denn der Schläger gewesen? Da, der Heiner. Die beiden haben sich geschlagen. Ich kann ja verstehen, dass zwei sich streiten, sogar, dass man sich prügelt. Aber musst du nicht mal gleich so brutal zugeschlagen werden? Ich wollte gar nicht. Warum ging's denn? Eigentlich um Janis. Das ist ja meist so. Nein, das ist nicht wahr. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, aber ich weiß, wie es war. Aha. Der Heiner und ich, wir gehen miteinander. Und der Heiner ist an sich ein herzensguter Kerl. Nur wenn er eifersüchtig wird, dann ist einfach nicht mit ihm zu reden. Ja, also sind Sie sozusagen schuld. Ach wo, er hat ja gar keinen Grund gehabt. Ich meine, eifersüchtig zu sein. Hier an diesem Tisch habe ich gesessen, als der Erich Kramer zu mir kam und mir einen Likör spendiert hat, weil ich seiner Mutter geholfen hatte, sie hatte Waschtag. Nur so hat er mir den Likör spendiert, so als Dankeschön. Und der Heiner sieht das, geht auf den Erich los und ich dazwischen gehen kann, da schlägt er auch schon zu. Naja, und da was passiert. Ein temperamentvoller Herr, muss ich sagen. Kann ich verzeihen, sei mir nicht böse, aber ich wusste ja nicht... Ach, lass mich in Ruhe. Herr Doktor... Es tut mir wirklich leid, aber ich... Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Entschuldigung. Ich muss mich schließlich um den Verletzten kümmern. Man hat mich ja nicht Ihretwegen hierher gerufen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe für so viel Unbeherrschtheit kein Verständnis. Wo kämen wir dahin, wenn alle Menschen ihrem augenblicklichen Ärger immer gleich Luft machen würden? Es soll nicht wieder vorkommen, Herr Doktor. Ach, sagen Sie. Sorgen Sie lieber dafür, dass er besser auf Sie hört. Ich muss mich um den Kranken kümmern. Tja, Herr... Kramer. Erich Kramer heißt der Mann. Er hat die Schlosserei bei uns in Herresbach. Also, Herr Kramer, das Beste ist, Sie kommen mit in meine Praxis. Da kann ich Sie besser untersuchen, ne? Ja, gerne, Herr Doktor. Also kommen Sie, geben Sie mir meine Tasche. So. Herr Doktor? Ja? Noch ein Schnäpschen mit auf dem Weg? Nein, danke. Gut gemeint. Auf Wiedersehen allerseits. Mein Glück, es sah schlimmer aus, als es wirklich ist. Ich hatte schon befürchtet, dass das Nasenbein eingeschlagen ist. Das ist nicht der Fall. Diesmal sind Sie ja noch im wahrsten Sinne des Wortes mit dem blauen Auge davongekommen. Na, ein bisschen mehr so schon. Mir langt das jedenfalls.
Aber das soll er mir bezahlen. Den Kerl zeige ich an. Ich bin im Allgemeinen nicht dafür, immer gleich zum Kade zu laufen. Aber ich verstehe natürlich Ihren Ärger. Och, der Ärger verraucht schnell. Aber die Schmerzen bleiben ein bisschen länger. Und dafür soll er mir büßen. Ich verlange Schmerzensgeld. 4,95. Stimmt genau. Haben Sie schon gehört, Fräulein Doktor? Mein Heiner hat sich gestern wieder was geleistet. Ja, Frau Klasen hat es mir gestern Abend erzählt. Ach, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Er ist der liebste und beste Mann, den ich je kennengelernt habe. Und ich habe ihn auch schrecklich gern, aber manchmal, da sieht er rot und dann ist es aus. Dabei hat es dieser andere doch ganz harmlos gemeint, als er Ihnen da etwas spendiert hatte. Natürlich, und wenn ich auch nur im Entferntesten daran gedacht hätte, dass mein Heiner das in die falsche Kehle bekommen könnte, dann hätte ich doch besser aufgepasst. Machen Sie sich keine Sorgen deswegen. Schließlich sind Sie nicht sein Kindermädchen. Ach, Fräulein Doktor, wenn Sie wüssten, keiner Fliege tut er was zuleide, aber in solchen Augenblicken, da... Hat er das schon öfter gemacht? Seit wir zusammengehen noch nicht, und das sind immerhin schon 2 Jahre. Aber davor, da hat er schon mal eine schwere Schlägerei. Naja, er war wohl betrunken. Auf jeden Fall hat man ihn verurteilt. Es war nicht schlimm und außerdem auf Bewährung, aber trotzdem. Das ist natürlich unangenehm. Wenn ich Frau Klasen richtig verstanden habe, dann will dieser andere ihren Heiner anzeigen. Das wäre entsetzlich. Dann kommt er nicht wieder so glatt davon, dann sperren Sie ihn ein. Ist denn da niemand, der Ihnen helfen kann? Ich müsste mal mit Dr. Brock sprechen. Das heißt, ich weiß natürlich nicht, ob er da irgendeinen Einfluss hat. Er könnte doch mal mit Erich Kramer reden. Sicher kann er das. Aber wenn dieser andere womöglich schon eine Anzeige aufgegeben hat, dann ist da nicht mehr viel zu machen. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Na, nun sehen Sie mal, nicht alles schwärzer, als es ist. Ich will mal mit Dr. Brock sprechen. Wenn er da was machen kann, dann wird er es auch tun. Lieber Kollege, ich bin überzeugt, dass Sie da was tun können. Dem armen Kerl muss geholfen werden, sonst wandert er ins Gefängnis. Und das tut mir ehrlich leid. Ich muss schon sagen, lieber Dr. Villhaber, Sie enttäuschen mich maßlos. Ich habe geglaubt, Sie laden mich ein, weil Sie so viel Wert auf meine Gesellschaft legen. Und jetzt merke ich, dass Sie bei Ihrer Einladung ganz berechnende, egoistische Hintergedanken hatten. Ich soll diesem Raufbold helfen. Erstens weiß ich gar nicht, ob ich das kann und... Also ein Raufbold ist er nun wirklich nicht. Und zweitens weiß ich gar nicht, ob ich das tun soll. Natürlich sollen Sie, denn er ist wirklich kein Raufbold. Es ist ja nicht so, dass er termingemäß jeden Sonnabend und Sonntag eine Schlägerei absolviert. Oh, durchstehen würde er Sie. Ja, weil er ein kräftiger Bursche ist. Nicht umsonst ist er Schmied von Beruf, aber er ist ein Herzensguter. Das habe ich nun schon ein paar Mal gehört. Das stimmt auch. Wie ein schwerfälliger Bär steht er manchmal vor Ihnen. Er weiß, dass er sehr stark ist. Er hat förmlich Angst vor seiner eigenen Kraft, verstehen Sie? Er hält sie auch immer zurück. Aber wenn er einmal zuschlägt... Da wächst da kein Gras mehr. Das habe ich bei meinen Patienten gesehen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Entschuldigung. Aber Sie sollten einmal sehen, wie dieser Mann mit Tieren umgeht. Immer wenn ich es mit Rindern oder mit Pferden zu tun habe, wo ich einen kräftigen Burschen brauche, dann hole ich mir den Schmied Heiner Bergen und ich sage ihm, der kann zufassen und festhalten. Aber so, als ob er ein Neugeborenes festhalten will und ihm nicht wehtun will. Wenn Sie das einmal gesehen haben, dann wissen Sie sofort, das ist kein schlechter Kerl. Also gut, lieber Kollege, ich will gern tun, was ich kann. Aber ich fürchte, viel kann ich da einfach nicht tun. Wie stellen Sie sich das auch vor? Sie könnten mit Ihrem Patienten reden, der hört bestimmt auf Sie. Schön, und wenn die Anzeige schon läuft, der kann doch nicht einfach hingehen und sagen, Verzeihung, das war ein Irrtum. Und man kann doch sicher einen Strafantrag wieder zurückziehen. Ja, vielleicht, aber... Entschuldigung, wer kommt denn jetzt noch? Na nun, Frau Klasen, guten Abend. Ist mein Doktor da? Ja. Guten Abend, Herr Doktor. Was ist denn, Helene? Ich habe schon alles mit. Sie müssen sofort zu der Frau des Karussellbesitzers auf der kleinen Festwiese kommen. Was ist denn da plötzlich los? Sie hat auf einmal hohes Fieber. Na, da wird doch keine Lungenentzündung rauskommen. Na, dann mal los. Entschuldigen Sie, Herr Kollege. Ist schon gut, ich weiß ja, wie das ist. Und über den betreffenden Punkt reden wir noch, ja? Wir beide brauchen jetzt nicht mehr darüber zu reden. Sie müssen jetzt reden an der richtigen Stelle. Schön, ich will es versuchen. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Herr Doktor. Guten Tag, Herr Verschulte. Also bitte, kommen Sie doch rein. Friedelchen. Ja,
Der Herr Doktor ist da. Guten Abend, Frau Kaschulte. Guten Abend, Herr Doktor. Na, wie geht's uns denn? Ach, Herr Doktor, ich habe so einen heißen Kopf und alle Glieder sind so schwer und schlapp und das Atmen. Wann haben Sie das letzte Mal Fieber gemessen? Ja, vorhin. Also vor 2 Stunden etwa. Da waren es 39,2. Na ja, passen Sie mal auf. Da sind wir bald wieder los, Frau Kaschulte. Herr Doktor. Nur nicht verzweifeln. Sie müssen mir helfen. Sie müssen wieder gesund werden wollen. Dann schaffen wir es ganz schnell. So, Herr Kaschulke, lassen Sie uns mal allein. Möchten wir Ihre Frau etwas genauer ansehen? Ne? Ja gut, ich gehe schon. Hier, Doktor, hier bin ich. Hier. Herr Doktor, was sagen Sie? Ihre Frau hat eine schwere Erkältung. Ich habe eine Spritze gegeben, um die ganze Sache zu kopieren. Wir müssen erreichen, dass sich keine Lungenentzündung daraus entwickelt. Machen Sie sich keine Sorgen. Mein Doktor macht das schon. Ja, ja, das glaube ich ja. Entschuldigen Sie, ich muss abfahren. Ja, ja, gehen Sie ruhig. Ach, ist das ein Unglück. So schlimm ist es nun wieder nicht. Ich bin zwar kein Prophet, aber ich glaube doch sagen zu können, dass Ihre Frau bald wieder auf den Beinen ist. Ja, das wäre auch nötig. Ich bin noch ganz allein, sehen Sie. Ich muss kassieren, den Motor bedienen, Schallplatten auflegen und dann noch aufpassen, dass nichts passiert. Ja, das verstehe ich ja, aber Ihre Frau kann doch nichts dafür, dass sie krank ist. Nein, um Himmels Willen, das sage ich auch nicht. Aber sehen Sie, es kommt immer alles zusammen. Eigentlich müsste ich mich ums Gewerbeaufsichtsamt kümmern. Ja, da waren heute Morgen 2 Herren hier und die haben was beanstandet, da am Karussell. Reparatur, nicht wahr? Ja, natürlich. Aber wo nehme ich jetzt einen Schlosser her? Da müsste ich mich auch drum kümmern. Mhm. Ja, ja, man hat es nicht leicht, was? Ja, also wenn die Herren in 2 oder 3 Tagen wiederkommen und die Sache ist nicht in Ordnung, dann machen die mir glatt den Laden zu. Da hilft kein Heulen und kein Zähneklappern. Entschuldigen Sie, ich muss kassieren gehen, ja? Ja, ja, na ja. Wozu braucht er einen Schlosser? Das ist so dumm. Herr Kaschulke muss was reparieren lassen. Dazu braucht er einen Schlosser. Und jetzt, wo seine Frau krank ist, kommt er hier natürlich nicht weg. Einen Schlosser? Der Erich Kramer, der ist doch Schlosser. Wissen Sie das genau? Ja, ja, ich sehe seine Karteikarte direkt vor mir. Schlosser in Herresbach. Herresbach? Wirklich? Herr Kaschulke? Ja, Doktor. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Morgen früh kommt ein Schlosser zu Ihnen. Wir werden es jedenfalls versuchen. Wenn es nicht klappt, ja, hören Sie von uns. Das ist aber wirklich nett von Ihnen, Herr Doktor. Schon gut, wir müssen uns beeilen. Wir wollen bei dem Mann noch vorbeifahren. Wiedersehen, Herr Kaschulke. Wiedersehen. Nochmals schönen Dank. Da geht gleich morgen früh hin, Herr Doktor. Das ist selbstverständlich. So selbstverständlich ist das nicht. Sie haben ja sicher auch noch andere Aufträge, Herr Kramer. Ne? Die müssen eben warten. Was soll ich machen? Die müssen eben warten. Meistens bin ich bei denen, die eben warten müssen, wenn man bei mir der Wasserhahn tropft. Herr Lehne, jetzt kommen Sie doch nicht mit Ihrem Wasserhahn, mit Ihrem Tropfenden, ja? Das war ja nur ein Beispiel, nicht? Karussell habe ich leider nicht. Rufen Sie mich an. Zu Ihnen komme ich sofort. Nun zufrieden, Herr Lehne? Ach, noch eins, Herr Kramer. Haben Sie schon Anzeige erstattet? Sie meinen gegen Heiner? Nee, das will ich morgen machen. Ich habe mich inzwischen ein bisschen umgehört. Das soll ja an sich ein gutmütiger Mensch sein, der sich da... Das nennen Sie gutmütig? Wenn Sie einer herumreißen, ohne ein Wort der Erklärung zusammenschlägt und dabei noch vergisst, vorher das Bierglas abzustellen. Nee, Herr Doktor, da verstehe ich was anderes unter Gutmütigkeit. Ich eigentlich auch. Vielleicht war das mit dem Bierglas wirklich nur Vergesslichkeit. Nee, nee, Herr Doktor, wenn ich ihn gehänselt hätte oder irgendetwas gesagt hätte oder womöglich wirklich mit der Ernie so ein bisschen geflirtet hätte, Sie verstehen schon, dann hätte ich nichts gesagt. Aber so mir nicht, dir nichts einfach zuschlagen und ich habe die Schmerzen und die Arztkosten noch dazu. Nee, Herr Doktor, bei mir nicht drin. Ja, ich verstehe Sie schon, Herr Kramer. Aber das morgen früh mit dem Karussell, das bleibt doch, ja? Für selbstverständlich, Herr Doktor. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Tag, Frau Ernie. Wollen Sie zu dem Herrn Doktor? Tag, Frau Klaasen. Ja, ich hätte gerne Herrn Dr. Brock gesprochen. Ja, der Doktor ist gar nicht da. Was fehlt Ihnen denn? Ach, mir fehlt nichts. Ich wollte nur gerne mal mit dem Herrn Doktor sprechen, wegen Heiner. Sie wissen doch, wenn der Erich ihn anzeigt. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Und Fräulein Dr. Wallner hat mir gesagt, ich soll... Das heißt, sie wollte Herrn Doktor bitten? Hat sie auch getan. Ihr Heiner scheint überhaupt sehr beliebt zu sein. Andere haben auch schon ein gutes Wort für ihn eingelegt. Ach, er ist ja ein herzensguter Kerl. Ich weiß, der leider einen schweren Schlag am Leibe hat. Ja, leider. Hat denn der Herr Doktor nun? Hat er, gestern Abend.
Gestern Abend hat der Herr Kramer noch keine Anzeige erstattet. Ach, wie schön. Na ja, er will es aber unbedingt noch tun. Mein Doktor konnte ihn nicht davon abhalten. Ob er die Anzeige nun schon gemacht hat oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe so schreckliche Angst. Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube, die Bewährungsfrist ist noch nicht abgelaufen. Und wenn er nun wieder angezeigt wird? Tja, dann ist er dran. Da hilft kein Drumrumreden, bitte. Mein Vater, der Leuchtturmwärter vom Blankenese, hat mir mal gesagt, was man auch tut, ist gut, wenn's keiner merken tut. Ja, sehr lustig. Nun sagen Sie mal, Sie armes Häschen, Sie laufen da überall rum, vom Pontius zu Pilatus und bitten um gut Wetter. Was macht Ihr Heiner eigentlich, damit die krumme Sache gerade gebogen wird? Ach der traut sich doch nicht. Der bekommt den Mund nicht auf. Na, dann treten Sie doch mal tüchtig auf die Zehen. Bis jetzt hatte ich den Eindruck, dass er sehr auf Sie hört. Tut er ja auch, aber... Passen Sie mal auf. Der Erich Kramer, der ist jetzt auf der Pestwiese. Da ist eine eilige Reparatur zu machen am Karussell. Jetzt sagen Sie Ihrem Heiner, er soll hingehen und sagen, entschuldige, es tut mir leid, ich bin gekommen, um dir zu helfen. Ich bin überzeugt, dann herrscht wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist gut, Frau Klaasen, das tue ich. Und wenn dieser Dickschädel das nicht macht, dann spreche ich nie wieder ein Wort mit ihm. Ja, heizen Sie ihm tüchtig ein. Aber seien Sie vorsichtig mit solchen Schwüren. Es ist hinterher immer so mühsam, Sie dann auch wirklich einzuhalten. Tschüss, Frau Klaasen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss und viel Erfolg. Sehen Sie, Herr Kaschulke, die letzte Nacht sah schon etwas anders aus für Ihre Frau als die Nacht bevor, was? Ja, aber so ganz richtig. Ja, was verlangen Sie denn? So schnell geht das nun auch wieder nicht. Bin heilfroh, dass wir um eine Lungenentzündung herumgekommen sind. Ja, natürlich, Herr Doktor, ich bin Ihnen ja auch sehr dankbar. Aber anscheinend geht es Ihnen nicht schnell genug. Das braucht seine Zeit. Mit 10 bis 14 Tagen müssen wir rechnen. Ja. Was wollen Sie eigentlich? Ihr Karussell wird repariert, wie ich sehe. Ihre Frau wird wieder gesund? Ja, Sie haben ja recht, Herr Doktor. Seien Sie mal nicht böse. Ach, Unsinn, ich verstehe Sie, ja. Aber die paar Tage muss es eben mal so gehen. Guten Tag, Herr Kramer. Guten Tag, Herr Doktor. Das ist nett von Ihnen, dass Sie heute erschienen sind und Wort gehalten haben. Ist doch klar, einmal ein Wort. Ja, dafür möchte ich mich auch noch herzlich bedanken. Sie haben mir da aus einer argen Verlegenheit geholfen. Das freut mich. Wird's denn klappen, Herr Kramer? Oh, ich glaube schon. Ich bin soweit mit allem klar, muss wieder alles einbauen. Aber hier ist was. Das kann ich nicht machen. Diese Maststütze. Die hat einen Haarfeinriss. Den kann ich nicht schweißen. Da muss eine neue her. Das sieht man doch gar nicht. Haben die Herren das auch entdeckt? Ach, die finden alles. Das ist doch ganz einfach. Die klopfen mit dem Hammer alles ab und an dem Ton hört man genau, wo was kaputt ist. Und diese Stütze ist wichtig? Wichtig? Fürs Karussell nicht. Aber um eine gewisse Sicherheitsbestimmung zu erfüllen, da ist es wichtig. Naja, Sicherheit muss sein. Tja, da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben und ich muss heute Nachmittag in die Stadt fahren. Denn die alte Maststütze darf ich nicht schweißen. Ich muss zusehen, dass mir jemand eine ganz neue schmiedet. Hoffentlich finden Sie einen, der das macht. Also viel Glück, Herr Kramer. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Ich schaue am Abend noch mal vorbei, ja? Gut, Herr Doktor. Und noch mal schönen Dank. Ja. Und Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kaschulke. So. Nee, Ernie. Das kann ich nicht. Was kannst du nicht? Du kannst nicht hingehen und doch, sagen... Doch, hingehen schon. Ich will ihm auch helfen. Aber... Ja. Nee, du kennst mich doch. Ja, und ob ich dich kenne. Einfach dann losbrechen, das kannst du. Aber dann hingehen und sagen, entschuldige bitte. Es tut mir leid, das kannst du nicht. Dazu bist du zu stolz, was? Nee, Ernie, das bin ich nicht. Das weißt du ganz genau. Was bist du denn? Ein Dickkopf. Ich genier mich. Ich krieg's nicht über die Lippen. Bleib mir im Halse stecken. Na schön. Dann musst du dich eben einsperren lassen. Das findest du vielleicht besser. Nee, Ernie. Das finde ich nicht. Das weißt du ganz genau. Das wäre entsetzlich. Ich würde mich nie mehr hier zurücktrauen. Braucht es doch gar nicht mehr zurückzukommen. Denkst du, ich will mit einem gehen, der im Gefängnis gesessen ist? Nee, du, ich nicht. Dann sind wir geschiedene Leute. Bitte, Ernie. Sag das nicht. Fass mich nicht an, du hast schmutzige Hände. Ist recht. Entschuldige. Aber bitte sag das nie wieder. Was du da eben gesagt hast, bitte. Ich sag es, weil es die Wahrheit ist. Ernie, ich gehe ja. Ich gehe hin zu Erich und sag ihm, dass es mir leid tut. Es tut mir ja auch wirklich leid. Ich versprich's dir. Heiner, tust du das wirklich? Ich wusste ja, du bist kein schlechter Kerl. Thank you.
Nee, nicht doch nicht. Was willst du? Nichts. Dann verschwinde. Erich, hör doch. Ich wollte dich fragen, ich wollte dir helfen. Du brauchst mir nicht zu helfen. Glaub mir doch. Wer hat dich geschickt? Der Doktor? Was denn für ein Doktor? Die Ernie hat gesagt, dass ich... Aha. Du, ich wäre auch so zu dir gekommen, glaub mir. Na schön. Hilf mir. Ich muss was festschrauben. Nee, lass mich, Mann. Die Schraube zieh ich dir an. So. Ach, Erich, was ich noch sagen wollte, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Wirklich? Wirklich. Hier, sieh mal, das Ding da, die Maschstütze, hat einen haarfeinen Riss. Hast du so ein Stück in deiner Schmiede? Ich brauche ein neues. Ach, das mache ich dir. Ich fahr gleich los. In einer Stunde bin ich wieder da. Sag mal, hast du die Anzeige schon aufgegeben? Nee, noch nicht. Willst du mich denn noch immer anzeigen? Kann ich auch wohl jetzt nicht mehr, was? Danke. Naja, und eine Stunde später war er wieder da und alles war in Butter. Und dieses neue Stück, diese Stütze da, die hat er gemacht? Natürlich, ist alles längst fertig. Als am nächsten Tag die Herren von Gewerbe auf Zustand kamen, war alles in Ordnung. Ach. Die Damen sind immer noch bei unserem Schläger von Herresbach, wie ich höre. Man will doch schließlich wissen, was daraus geworden ist. Das ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Schade, dass der so leicht durchdreht. Ich habe ihm geraten, er soll immer erst bis 10 zählen, bevor er zum ersten Schlag ausholt. Dann hat er bestimmt schon selber ein Ding weg. Das macht nichts. So wie der gebaut ist, verträgt er das. Aber er überlegte sich vielleicht, ob er zurückschlagen soll. Ich sage es ja immer, wenn man will, geht alles. Mit dieser tiefen Erkenntnis von... Helene, darf ich mich verabschieden, meine Damen? Ich muss noch einen Krankenbesuch machen, ja? Sie gehen doch zum Karussell, nicht? Ja, warum? Na, auf die Idee kommen Sie wohl nicht, dass Frau Dr. Wallner und ich am Sonntag auch mal einen kleinen Tapetenwechsel nötig hätten. Sie wollen doch nicht etwa... Karussell fahren, natürlich! Erika, Sie etwa auch? Na, sicher. Na, meine Damen, auf geht's! Kommen Sie! Bitte alles einsteigen! Ach, sehr schön. Na also, war doch nicht so schlimm. Alles in Ordnung. Wie geht es Ihrer Patientin? Sehr gut. Morgen oder übermorgen kann ich Sie aufstehen lassen. Das freut mich. So, meine Damen, jetzt wollen wir das Geschäft mal ankurbeln. Alles einsteigen. Oh, dürfen wir mitfahren? Wenn Sie nicht schwindelig wären bei diesem Tempo. Ach, mir fehlt nichts. Ich wollte nur gerne mal mit dem Herrn Doktor sprechen, wegen Heiner. Sie wissen doch, wenn der Erich ihn anzeigt. Ja, ich weiß Bescheid. Und Fräulein Dr. Wallner hat mir gesagt, ich soll... Das heißt, sie wollte Herrn Doktor bitten? Hat sie auch getan. Ihr Heiner scheint überhaupt sehr beliebt zu sein. Andere haben auch schon ein gutes Wort für ihn eingelegt. Ach, er ist ja ein herzensguter Kerl. Ich weiß, der leider einen schweren Schlag am Leibe hat. Ja, leider. Hat denn der Herr Doktor nun... Hat er, gestern Abend. Gestern Abend hatte Herr Kramer noch keine Anzeige erstattet. Ach, wie schön. Na ja, er will es aber unbedingt noch tun. Mein Doktor konnte ihn nicht davon abhalten. Ob er die Anzeige nun schon gemacht hat oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe so schreckliche Angst. Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube, die Bewährungsfrist ist noch nicht abgelaufen. Und wenn er nun wieder angezeigt wird? Tja, dann ist er dran. Da hilft kein Drumrumreden, bitte. Mein Vater, der Leuchtturmwärter vom Blankenese, hat mir mal gesagt,
Was man auch tut, ist tut, wenn's keiner merken tut. Ja, sehr lustig. Nun sagen Sie mal, Sie armes Häschen, Sie laufen da überall rum, vom Pontius zu Pilatus und bitten um gut Wetter. Was macht Ihr Heiner eigentlich, damit die krumme Sache gerade gebogen wird? Ach der traut sich doch nicht. Der bekommt den Mund nicht auf. Na, dann treten Sie doch mal tüchtig auf die Zehen. Bis jetzt hatte ich den Eindruck, dass er sehr auf Sie hört. Tut er ja auch, aber... Passen Sie mal auf. Der Erich Kramer, der ist jetzt auf der Pestwiese. Da ist eine eilige Reparatur zu machen am Karussell. Jetzt sagen Sie Ihrem Heiner, er soll hingehen und sagen, entschuldige, es tut mir leid, ich bin gekommen, um dir zu helfen. Ich bin überzeugt, dann herrscht wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist gut, Frau Klaasen, das tue ich. Und wenn dieser Dickschädel das nicht macht, dann spreche ich nie wieder ein Wort mit ihm. Ja, heizen Sie ihm tüchtig ein. Aber seien Sie vorsichtig mit solchen Schwüren. Es ist hinterher immer so mühsam, Sie dann auch wirklich einzuhalten. Tschüss, Frau Klaasen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und viel Erfolg. Sehen Sie, Herr Kaschulke, die letzte Nacht sah schon etwas anders aus für Ihre Frau als die Nacht bevor, was? Ja, aber so ganz richtig. Ja, was verlangen Sie denn? So schnell geht das nun auch wieder nicht. Ich bin heilfroh, dass wir um eine Lungenentzündung herumgekommen sind. Ja, natürlich, Herr Doktor, ich bin Ihnen ja auch sehr dankbar. Aber anscheinend geht es Ihnen nicht schnell genug. Das braucht seine Zeit. Mit 10 bis 14 Tagen müssen wir rechnen. Ja. Was wollen Sie eigentlich? Ihr Karussell wird repariert, wie ich sehe. Ihre Frau wird wieder gesund? Ja, Sie haben ja recht, Herr Doktor. Seien Sie mal nicht böse. Ach, Unsinn, ich verstehe Sie, ja. Aber die paar Tage muss es eben mal so gehen. Guten Tag, Herr Kramer. Tag, Herr Doktor. Das ist nett von Ihnen, dass Sie heute erschienen sind und Wort gehalten haben. So klar, einmal ein Wort. Ja, dafür möchte ich mich auch noch herzlich bedanken. Sie haben mir da aus einer argen Verlegenheit geholfen. Das freut mich. Wird's denn klappen, Herr Kramer? Oh, ich glaube schon. Ich bin soweit mit allem klar, muss wieder alles einbauen. Aber hier ist was. Das kann ich nicht machen. Diese Maststütze. Sie hat einen Haarfeinriss. Den kann ich nicht schweißen. Schließlich sind Sie nicht so ein Kindermädchen. Ach, Fräulein Doktor, wenn Sie wüssten, keiner Fliege tut er was zuleide. Aber in solchen Augenblicken, da hat er das schon öfter gemacht. Seit wir zusammengehen noch nicht. Und das sind immerhin schon 2 Jahre. Aber davor, da hat er schon mal eine schwere Schlägerei. Naja, er war wohl betrunken. Auf jeden Fall hat man ihn verurteilt. Es war nicht schlimm und außerdem auf Bewährung. Aber trotzdem, das ist natürlich unangenehm. Wenn ich Frau Klaasen richtig verstanden habe, dann will dieser andere ihren Heiner anzeigen. Das wäre entsetzlich. Dann kommt er nicht wieder so glatt davon. Dann sperren Sie ihn ein. Ist denn da niemand, der Ihnen helfen kann? Ich müsste mal mit Dr. Grock sprechen. Das heißt, ich weiß natürlich nicht, ob er da irgendeinen Einfluss hat. Er könnte doch mal mit Erich Kramer reden. Sicher kann er das. Aber wenn dieser andere womöglich schon eine Anzeige aufgegeben hat, dann ist da nicht mehr viel zu machen. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Na, nun sehen Sie mal nicht alles schwärzer, als es ist. Ich will mal mit Dr. Grock sprechen. Wenn er da was machen kann, dann wird er es auch tun. Lieber Kollege, ich bin überzeugt, dass Sie da was tun können. Dem armen Kerl muss geholfen werden, sonst wandert er ins Gefängnis. Und das tut mir ehrlich leid. Ich muss schon sagen, lieber Dr. Villhaber, Sie enttäuschen mich maßlos. Ich habe geglaubt, Sie laden mich ein, weil Sie so viel Wert auf meine Gesellschaft legen. Und jetzt merke ich, dass Sie bei Ihrer Einladung ganz berechnende, egoistische Hintergedanken hatten. Ich soll diesem Raufbold helfen. Erstens weiß ich gar nicht, ob ich das kann und... Also ein Raufbold ist er nun wirklich nicht. Und zweitens weiß ich gar nicht, ob ich das tun soll. Natürlich sollen Sie, denn er ist wirklich kein Raufbold. Es ist ja nicht so, dass er termingemäß jeden Sonnabend und Sonntag eine Schlägerei absolviert. Oh, durchstehen würde er Sie. Ja, weil er ein kräftiger Bursche ist. Nicht umsonst ist er Schmied von Beruf, aber er ist ein Herzensguter. Das habe ich nun schon ein paar Mal gehört. Das stimmt auch. Wie ein schwerfälliger Bär steht er manchmal vor Ihnen. Er weiß, dass er sehr stark ist. Er hat förmlich Angst vor seiner eigenen Kraft, verstehen Sie? Er hält sie auch immer zurück. Aber wenn er mal zuschlägt... Da wächst da kein Gras mehr. Das habe ich bei meinen Patienten gesehen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Entschuldigung. Aber Sie sollten mal sehen, wie dieser Mann mit Tieren umgeht. Immer wenn ich es mit Rindern oder mit Pferden zu tun habe, wo ich einen kräftigen Burschen brauche, dann hole ich mir den Schmied Heiner Bergen und ich sage ihm, der kann zufassen und festhalten. Aber so, als ob er ein Neugeborenes festhalten will und ihm nicht wehtun will. Wenn Sie das einmal gesehen haben, dann wissen Sie sofort, das ist kein schlechter Kerl. Also gut, lieber Kollege, ich will gern tun, was ich kann. Aber ich fürchte, viel kann ich da einfach nicht tun. Wie stellen Sie sich das auch vor? Sie könnten mit Ihrem Patienten reden, der hört bestimmt auf Sie. Schön, und wenn die Anzeige schon läuft, der kann doch nicht einfach hingehen und sagen, Verzeihung, das war ein Irrtum. Und man kann doch sicher einen Strafantrag wieder zurückziehen. Ja, vielleicht, aber... Entschuldigung, wer kommt denn jetzt noch? Guten
Manu, Frau Klaasen, guten Abend. Ist mein Doktor da? Ja. Guten Abend, Herr Doktor, ich habe Sie angerufen. Das hier ist Erich. Sehen Sie sich mal an. Na, Glück gehabt. Die Wunde muss ich säubern. Fühlen Sie sich schlecht? Nein, nein, es ist nichts. Na, ob was ist, werden wir erst feststellen müssen. Wer ist denn der Schläger gewesen? Da, der Heiner. Die beiden haben sich geschlagen. Ich kann ja verstehen, dass zwei sich streiten, sogar, dass man sich prügelt. Aber muss denn immer gleich so brutal zugeschlagen werden? Ich wollte gar nicht. Warum ging's denn? Eigentlich um Janisch. Das ist ja meist so. Nein, das ist nicht wahr. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, aber ich weiß, wie es war. Aha. Der Heiner und ich, wir gehen miteinander. Und der Heiner ist an sich ein herzensguter Kerl. Nur wenn er eifersüchtig wird, dann ist einfach nicht mit ihm zu reden. Ja, also sind Sie sozusagen schuld. Ach wo, er hat ja gar keinen Grund gehabt. Ich meine, eifersüchtig zu sein. Hier an diesem Tisch habe ich gesessen, als der Erich Kramer zu mir kam und mir ein Likör spendiert hat, weil ich seiner Mutter geholfen hatte, sie hatte Waschtag. Nur so hat er mir den Likör spendiert, so als Dankeschön. Und der Heiner sieht das, geht auf den Erich los und ich dazwischen gehen kann, da schlägt er auch schon zu. Naja. Und was passiert? Ein temperamentvoller Herr, muss ich sagen. Trani, verzeih, sei mir nicht böse, aber ich wusste ja nicht... Ach, lass mich in Ruhe. Herr Doktor, es tut mir wirklich leid, aber ich... Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Entschuldigung. Ich muss mich schließlich um den Verletzten kümmern. Man hat mich ja nicht Ihretwegen hierher gerufen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe für so viel Unbeherrschtheit kein Verständnis. Wo kämen wir dahin, wenn alle Menschen ihrem augenblicklichen Ärger immer gleich Luft machen würden? Es soll nicht wieder vorkommen, Herr Doktor. Ach, sagen Sie. Sorgen Sie lieber dafür, dass er besser auf Sie hört. Ich muss mich um den Kranken kümmern. Tja, Herr Kramer. Erich Kramer heißt der Mann. Er hat die Schlosserei bei uns in Hellersbach. Also, Herr Kramer, das Beste ist, Sie kommen mit in meine Praxis. Da kann ich Sie besser untersuchen, ne? Ja, gerne, Doktor. Also kommen Sie, geben Sie mir meine Tasche. So. Herr Doktor, ja? Noch ein Schnäpschen mit auf dem Weg? Nein, danke. Gut gemeint. Auf Wiedersehen allerseits. Mein Glück, es sah schlimmer aus, als es wirklich ist. Ich hatte schon befürchtet, dass das Nasenbein eingeschlagen ist. Das ist nicht der Fall. Diesmal sind Sie ja noch im wahrsten Sinne des Wortes mit dem blauen Auge davongekommen. Na, ein bisschen mehr so schon. Mir langt das jedenfalls. Aber das soll er mir bezahlen. Den Kerl zeige ich an. Ich bin im Allgemeinen nicht dafür, immer gleich zum Kade zu laufen. Aber ich verstehe natürlich Ihren Ärger. Och, der Ärger verraucht schnell. Aber die Schmerzen bleiben ein bisschen länger. Und dafür soll er mir büßen. Ich verlange Schmerzensgeld. 4,95. Stimmt genau. Haben Sie schon gehört, Fräulein Doktor? Mein Heiner hat sich gestern wieder was geleistet. Ja, Frau Klaasen hat es mir gestern Abend erzählt. Ach, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Er ist der liebste und beste Mann, den ich je kennengelernt habe. Und ich habe ihn auch schrecklich gern, aber manchmal, der sieht er auch... Aber sehen Sie, es kommt immer alles zusammen. Eigentlich müsste ich mich ums Gewerbeaufsichtsamt kümmern. Ja, da waren heute Morgen zwei Herren hier und die haben was beanstandet, da am Karussell. Reparatur, nicht wahr? Ja, natürlich. Aber wo nehme ich jetzt einen Schlosser her? Da müsste ich mich auch drum kümmern. Ja, man hat es nicht leicht, was? Ja, also wenn die Herren in 2 oder 3 Tagen wiederkommen und die Sache ist nicht in Ordnung, dann machen die mir glatt den Laden zu. Da hilft kein Heulen und kein Zähneklappern. Entschuldigen Sie, ich muss kassieren gehen, ja? Ja. Wozu braucht er einen Schlosser? Oh, ist so dumm, Herr Kaschulke muss was reparieren lassen. Dazu braucht er einen Schlosser. Und jetzt, wo seine Frau krank ist, kommt er hier natürlich nicht weg. Ein Schlosser? Der Erich Kramer, der ist doch Schlosser. Wissen Sie das genau? Ja, ich sehe seine Karteikarte direkt vor mir. Schlosser in Herresbach. Herresbach, wirklich? Herr Kaschulke? Ja, Doktor. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Morgen früh kommt ein Schlosser zu Ihnen. Wir werden es jedenfalls versuchen. Wenn es nicht klappt, hören Sie von uns. Das ist aber wirklich nett von Ihnen, Herr Doktor. Schon gut, wir müssen uns beeilen. Wir wollen bei dem Mann noch vorbeifahren. Wiedersehen, Herr Kaschulke. Wiedersehen. Nochmals schönen Dank. Da geht gleich morgen früh hin, Herr Doktor. Das ist selbstverständlich. So selbstverständlich ist das nicht. Sie haben ja sicher auch noch andere Aufträge, Herr Kramer. Ne? Die müssen eben warten. Was soll ich machen? Die müssen eben warten. Meistens bin ich bei denen, die eben warten müssen, wenn man bei mir der Wasserhahn tropft. Herr Lady, jetzt kommen Sie doch nicht mit Ihrem Wasserhahn, mit Ihrem Tropfenden, ja? Das war ja nur ein Beispiel, nicht? Karussell habe ich leider nicht. Rufen Sie mich an. Zu Ihnen komme ich sofort. Nun zufrieden, Herr Lady? Ach, noch eins, Herr Kramer. Haben Sie schon Anzeige erstattet? Sie meinen gegen Heiner?
Nee, das will ich morgen machen. Ich habe mich inzwischen ein bisschen umgehört. Das soll ja an sich ein gutmütiger Mensch sein, der sich da... Das nennen Sie gutmütig? Wenn Sie einer herumreißen, ohne ein Wort der Erklärung zusammenschlägt und dabei noch vergisst, vorher das Bierglas abzustellen. Nee, Herr Doktor, da verstehe ich was anderes unter Gutmütigkeit. Ich eigentlich auch. Vielleicht war das mit dem Bierglas wirklich nur Vergesslichkeit. Nee, Herr Doktor, wenn ich ihn gehänselt hätte oder irgendetwas gesagt hätte oder womöglich wirklich mit der Ernie so ein bisschen geflirtet hätte, Sie verstehen schon, dann hätte ich nichts gesagt. Aber so mir nichts, dir nichts einfach zuschlagen. Und ich habe die Schmerzen und die Arztkosten noch dazu. Nee, Herr Doktor, bei mir nicht drin. Ja, ich verstehe Sie schon, Herr Kramer. Aber das morgen früh mit dem Karussell, das bleibt doch, ja? Für selbstverständlich, Herr Doktor. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Tag, Frau Ernie. Wollen Sie zu dem Herrn Doktor? Tag, Frau Klaasen. Ja, ich hätte gerne Herrn Dr. Brock gesprochen. Ja, der Doktor ist gar nicht da. Was fehlt Ihnen denn? Ach, mir fehlt nichts. Ich wollte nur gerne mal mit dem Herrn Doktor sprechen, wegen Heiner. Sie wissen doch, wenn der Erich ihn anzieht. Ich schaue am Abend noch mal vorbei, ja? Gut, Herr Doktor, und noch mal schönen Dank. Ja, ja. Und Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kaschulke. So. Nee, Ernie. Das kann ich nicht. Was kannst du nicht? Du kannst nicht hingehen und doch, sagen... Doch, hingehen schon. Ich will ihm auch helfen. Nee, du kennst mich doch. Ja, und ob ich dich kenne? Einfach dann losbrechen, das kannst du. Aber dann hingehen und sagen, entschuldige bitte. Es tut mir leid, das kannst du nicht. Dazu bist du zu stolz, was? Nee, Ernie, das bin ich nicht. Das weißt du ganz genau. Was bist du denn? Ein Dickkopf. Ich genier mich. Ich krieg's nicht über die Lippen. Bleib mir im Halse stecken. Na schön. Dann musst du dich eben einsperren lassen. Das findest du vielleicht besser. Nee, Ernie. Das finde ich nicht, das weißt du ganz genau. Das wäre entsetzlich. Ich würde mich nie mehr hierher zurücktrauen. Braucht es doch gar nicht mehr zurückzukommen. Denkst du, ich will mit einem gehen, der im Gefängnis gesessen ist? Nee, du, ich nicht. Dann sind wir geschiedene Leute. Bitte, Ernie, sag das nicht. Fass mich nicht an, du hast schmutzige Hände. Ist recht. Entschuldige, aber bitte sag das nie wieder, was du da eben gesagt hast. Bitte. Ich sag es, weil es die Wahrheit ist. Ernie, ich gehe ja. Ich gehe hin zu Erich und sag ihm, dass es mir leid tut. Es tut mir ja auch wirklich leid. Ich versprich's dir. Heiner, tust du das wirklich? Ich wusste ja, du bist kein schlechter Kerl. Nicht doch nicht. Was willst du? Nichts. Dann verschwinde. Erich, hör doch. Ich wollte dich fragen. Ich wollte dir helfen. Du Erich. Brauchst mir nicht zu helfen. Glaub mir doch. Wer hat dich geschickt? Der Doktor? Was denn für ein Doktor? Die Ernie hat gesagt, dass ich... Aha. Du, ich wäre auch so zu dir gekommen, glaub mir. Na schön. Hilf mir. Ich muss was festschrauben. Nee, lass mich, Mann. Die Schraube zieh ich dir an. So. Ach, Erich, was ich noch sagen wollte, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Wirklich? Wirklich. Hier, sieh mal, das Ding da... Namen, Frau Kaschulke. Namen, Herr Doktor. Na, wie geht's uns denn? Ach, Herr Doktor. Ich habe so einen heißen Kopf und alle Glieder sind so schwer und schlapp und das Atmen. Wann haben Sie das letzte Mal Fieber gemessen? Ja, vorhin. Also vor 2 Stunden etwa. Da waren es 39,2. Na ja, passen Sie mal auf. Da sind wir bald wieder los, Frau Kaschulke. Herr Doktor. Nur nicht verzweifeln. Sie müssen mir helfen. Sie müssen wieder gesund werden wollen. Dann schaffen wir es ganz schnell. So, Herr Kaschulke, lassen Sie uns mal allein. Möchten wir Ihre Frau etwas genauer ansehen? Ne? Ja gut, ich gehe schon. Ja,
Hier, Doktor, hier bin ich. Hier. Herr Doktor, was sagen Sie? Ihre Frau hat eine schwere Erkältung. Ich habe eine Spritze gegeben, um die ganze Sache zu kopieren. Wir müssen erreichen, dass sich keine Lungenentzündung daraus entwickelt. Machen Sie keine Sorgen. Mein Doktor macht das schon. Ja, ja, das glaube ich ja. Entschuldigen Sie, ich muss abfahren. Ja, ja, gehen Sie ruhig. Ach, ist das ein Unglück. So schlimm ist es nun wieder nicht. Ich bin zwar kein Prophet, aber ich glaube doch sagen zu können, dass Ihre Frau bald wieder auf den Beinen ist. Ja, das wäre auch nötig. Ich bin noch ganz allein, sehen Sie. Ich muss kassieren, den Motor bedienen, Schallplatten auflegen und dann noch aufpassen, dass nichts passiert. Ja, das verstehe ich ja, aber Ihre Frau kann doch nichts dafür, dass sie krank ist. Nein, um Himmels Willen, das sage ich auch nicht. Aber sehen Sie, es kommt immer alles zusammen. Eigentlich müsste ich mich ums Gewerbeaufsichtsamt kümmern. Ja, da waren heute Morgen zwei Herren hier und die haben was beanstandet, da am Karussell. Reparatur, nicht wahr? Ja, natürlich. Aber wo nehme ich jetzt einen Schlosser her? Da müsste ich mich auch drum kümmern. Mhm. Ja, ja, man hat es nicht leicht, was? Ja, also wenn die Herren in 2 oder 3 Tagen wiederkommen und die Sache ist nicht in Ordnung, dann machen die mir glatt den Laden zu. Da hilft kein Heulen und kein Zähneklappern. Entschuldigen Sie, ich muss kassieren gehen, ja? Ja, ja, na ja. Wozu braucht er einen Schlosser? Ach, ist so dumm. Herr Kaschulke muss was reparieren lassen. Dazu braucht er einen Schlosser. Und jetzt, wo seine Frau krank ist, kommt er hier natürlich nicht weg. Ein Schlosser? Der Erich Kramer, der ist doch Schlosser. Wissen Sie das genau? Ja, ja, ich sehe seine Karteikarte direkt vor mir. Schlosser in Herresbach. Herresbach? Wirklich? Herr Kaschulke? Ja, Doktor. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Morgen früh kommt ein Schlosser zu Ihnen. Wir werden es jedenfalls versuchen. Wenn es nicht klappt, hören Sie von uns. Das ist aber wirklich nett von Ihnen, Herr Doktor. Schon gut, wir müssen uns beeilen. Wir wollen bei dem Mann noch vorbeifahren. Wiedersehen, Herr Kaschulke. Wiedersehen. Nochmals schönen Dank. Da geht gleich morgen vorhin, Herr Doktor. Das ist selbstverständlich.